Rosi Briest kam aus Rudolstadt in Thüringen nach Aalen. Sie hatte sich in den Aalener Paul-Heinz Briest verliebt. Damals war Deutschland noch in zwei Teile geteilt. Die Liebe überwand alle Grenzen, sodass Rosi Briest in den 50er Jahren über die Berliner Luftbrücke fliehen konnte. 1953 heirateten die beiden. Seitdem lebt Rosi Briest in Aalen. Ihr Ehemann war ein bekannter Aalener Maler und Grafiker, der später an der Aalener Realschule als Kunsterzieher tätig war. Ein Jahr nach dem Tod ihres Mannes im Jahr 1985 entdeckte sie die Malerei für sich. Nach dem Tod meines Mannes suchte ich eine neue Aufgabe und habe zuerst als Trauerbewältigung angefangen, Aquarelle zu malen. Ich musste einfach etwas aus meinem Leben machen. Ich hatte Lust dazu. Mein Mann hatte zu Lebzeiten immer gesagt, du kannst das, mach mal. Und da habe ich dann später dran gedacht und so habe ich angefangen zu malen. Erst hatte sie nur für sich gemalt, bis sie dann später ihre Kunst auch einem größeren Publikum in Ausstellungen präsentierte. Erstmal habe ich Kurse besucht an der Volkshochschule für Aquarellmalerei, nebenbei zeichnen gelernt, mich immer weitergebildet. Und irgendwann war es so weit, dass mich jemand angesprochen hat, ich sollte mal meine Bilder ausstellen. Das habe ich dann gemacht und dann hat die ganze Sache, ist mein zweites Leben geworden. Vom 24. bis 21.03.2019 stellte sie eine Auswahl von 26 ihrer Bilder im Aalener Kulturkeller aus. Der Aalener Kulturkeller befindet sich in der Privatwohnung des Ehepaars Massin in der Sedanstraße 112. Die Ausstellung mit dem Titel Rückblick zeigt Rosi Briests Kunstwerke der letzten 20 Jahre. Ihre Werke reichen von teilweise detailgetreuen Aquarellen über farbintensive Acrylbilder und Tuschezeichnungen ihrer Heimatstadt bis hin zu Aalener Motiven ihres Mannes, die sie koloriert hat. Besonders stolz ist Rosi Briest darauf, dass sie die aufwendige Technik der Radierung erlernt hat. Vom Einfarbendruck bis hin zum Druck mit mehreren Platten und verschiedenen Farben hat sie sich stets weiterentwickelt. Jeder Druck ist ein Unikat, auch wenn man die Druckvorlage mehrfach verwenden kann. Was ist für Rosi Briest das Besondere an dieser Ausstellung im Keller? Das Besondere ist, dass ich dazu eingeladen wurde, in meinem Alter von 91 Jahren und ich vorher gesagt habe, ich würde nie wieder eine Ausstellung machen. Und die Räume bieten sich dafür an, sind wunderschön. Ich habe ganz viel Unterstützung bekommen und das macht mir sehr viel Freude.